Hallo, hallo. Heute möchte ich mal einen kleinen Einblick in meine Kosten geben. Ich lebe gerade in Peru, in Máncora, im Norden von Peru. Es ist ein kleiner Surferort oder gar nicht mal so klein. Und ja, ich habe den letzten Monat über immer fleißig aufgeschrieben, wofür ich mein Geld ausgegeben habe und wie viel. Und ja, möchte einfach mal einen Überblick geben. In Peru ist echt günstig, muss ich sagen. Und ja, ich habe es jetzt gerade ausgerechnet, wie viel ich ausgegeben habe und war selbst überrascht, wie wenig es eigentlich ist. Wieso ich das Video eigentlich drehe, keine Ahnung. Ich glaube, das kann ganz interessant sein. Also ich glaube, ich würde es interessant finden, wenn das so von einem anderen Mann zu wissen, wie viel es kostet, da zu leben. Natürlich ist für jeden unterschiedlich. Jede Person legt verschiedenen Wert auf verschiedene Sachen. Ich lebe recht sparsam. Aber ja. Gibt trotzdem Geld für Sachen aus, die andere Leute vielleicht unnötig finden. Aber ja, das ist einfach mal so ein kleiner Überblick. Man kann hier auf jeden Fall auch mehr Geld ausgeben und auch weniger. Aber ja, ich weiß nicht, soll ich schon direkt verkünden, wie viel es ist, oder soll ich es spannend machen? Ja, ich glaube, ich fange einfach mit den Kategorien an und ja, es sind eh nur vier. Es wird ein kurzes Video. Wir fangen mit der Miete an. Ich wohne in einem Airbnb und hier gibt es einen Monatsrabatt. Also ich habe einfach nur ein Zimmer. Das ist so ein Airbnb, wo es 10 Zimmer gibt und wir haben eine geteilte Küche und ich habe mein eigenes Bad und ja, habe hier mein kleines Reich mit Schreibtisch und einem Doppelbett und wie gesagt eigenes Bad. Habe hier Platz zum Yoga machen, also bin sehr zufrieden. Ist 5 Minuten vom Strand entfernt und hier zahle ich 750 Soles. Es ist die peruanische Währung und 1 Sol ist ungefähr 5 Sol sind ungefähr 1 Euro. Also 750 Sol sind 160 Euro. Also das ist meine Monatsmiete. Das ist schon mal krass günstig, wenn man das mit Deutschland vergleicht oder mit anderen Ländern. Zum Beispiel mit Costa Rica. Ist ja auch Lateinamerika, aber da weiß ich zum Beispiel, hat in dem Hostel, wo ich gearbeitet habe und auch einen Monat gelebt habe, haben wir, also der Dorm Room, wo man sich ein Zimmer geteilt hat mit noch 7 anderen Frauen, hat der Monatspreis auch als Rabatt, hat über 500 Dollar, glaube ich, gekostet. Oder 500 Dollar. Also ganz, ganz andere Preise. Ja, bin ich sehr froh. Dann für meine Einkäufe. Ich gehe mal ein-, zweimal die Woche auf dem Markt einkaufen und kaufe viel Obst und Gemüse und noch so Basics wie Haferflocken und Reis und Nudeln. Also jetzt nichts zu Fancyes, beziehungsweise ein bisschen fancy schon. Ich kaufe immer noch Pflanzenmilch, eigentlich Sojamilch, aber die ist jetzt irgendwie schon seit Ewigkeiten aus. Deshalb jetzt Mandelmilch, die dreimal so teuer ist, aber immer noch okay. Und ja, manchmal gehe ich noch im Bioladen und kauft da sowas wie Erdnussmus und Granola. Das sind dann so schon die gleichen Preise wie in Deutschland, aber auf dem Markt ist auf jeden Fall alles ziemlich günstig. Und da habe ich genau 100 Euro ausgegeben für einen Monat. Also ja, auch ziemlich gut. 100 Euro für Lebensmittel inklusive ein paar fancy Sachen ist nicht schlecht. Dann war ich auch ein paar Mal essen, aber nicht allzu oft. Aber das ist auch recht günstig hier, beziehungsweise kommt darauf an, wo man hingeht. Wenn man so local essen geht, peruanisch, dann ist es schon sehr günstig, aber es gibt hier auch so ein paar fancy Läden. Aber zum Beispiel vergleichsweise so eine Acai Bowl oder so kostet hier so 4, 5 Euro. Und ja, in Deutschland kann man ja schon schnell über 10 Euro ausgeben. Jedenfalls habe ich fürs Essen gehen tatsächlich nur 21 Euro ausgegeben. Ich weiß nicht, ob ich vergessen habe, mal manchmal was aufzuschreiben, weil es kommt mir echt super wenig vor. Aber ja, laut meine Notizen nur 21 Euro. Und dann gibt es noch den Posten Sonstiges. Da habe ich 62 Euro ausgegeben. Und das waren so Sachen wie, ich habe mir einen neuen Bikini gekauft, Surfwax, ja, zweimal. Dann hatte ich ja ein paar Reparaturen, falls ihr meine Vlogs auch anschaut, dann habt ihr es gesehen, dass ich ja mehrere Sachen reparieren lassen musste. Dafür habe ich Geld ausgegeben. Dann habe ich meine Wäsche waschen lassen, eine neue Flasche gekauft, weil die geklaut wurde, meine Wasserflasche.
Dann bin ich auf eine Party gegangen, das hat Eintritt gekostet und sowas. Ja, das ist natürlich sehr individuell für jede Person. Also für jede Person anders, was, wie viel man jetzt für Sonstiges ausgibt. Das hätte ich mir natürlich auch alles sparen können. Aber ja. Ich habe auch noch ein bisschen Geld für Transport hier und da ausgegeben, für Tuk-Tuks. Aber das eine Fahrrad kostet einfach nur 3 Soles und das habe ich so ja nicht wirklich aufgeschrieben, weil es ist halt nichts. Aber ja, 344 Euro, das ist, was ich gesamt hier ausgegeben habe in einem Monat. Und ja, es ist auf jeden Fall sehr günstig. Es lässt sich sehr gut leben hier. Deshalb habe ich jetzt beschlossen, auch noch mindestens einen Monat länger zu bleiben. Ja, ich finde es auch so krass, einfach das so die Preise zu vergleichen von Land zu Land. In New York zum Beispiel, da war ich vor 2 Monaten, glaube ich. Und da habe ich sogar ein Workaway gemacht, also habe umsonst gelebt und gegessen. Oder halb umsonst gegessen. Und habe trotzdem irgendwie 500 Dollar oder so in dem Monat ausgegeben. Also ja, es ist schon verrückt. Ja, wie viele von euch vielleicht auch wissen, die meine Videos schauen, mache ich eigentlich immer ein Workaway, also arbeite gegen Kost und Logis. Aber wie gesagt, hier kann ich es mir gerade gut mal leisten, nicht zu arbeiten. Also ich hatte es auch versucht, aber da gibt es auch ein Video dazu. Es hat mir gar nicht gefallen, das Workaway, deshalb bin ich da schnell weg. Und ja, jetzt genieße ich hier einfach mein Leben. Und ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu den Preisen hier oder was auch immer, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich hoffe, das Video war interessant oder hilfreich. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.